Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Den Podcast findest du wie immer auf Apple Podcast, Simplecast und Spotify und mit Bild und Ton auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass ich auch heute wieder aus meinem Büro raus Skype-Podcast aufnehme. Und digital vis-à-vis von mir sitzen zwei Gäste heute zusammen. Wer sind ihr? Wir sind, oder respektive ich bin Mira und wir sind im Februar 2019 das letzte Mal im Podcast gewesen. Und neben mir ist der Mario. Wir haben zusammen die Rösterei Ellie Possible Roasters und ich bin nebenbei noch tätig an der Berufsschule in Zürich bei den Lebensmitteltechnologen und der Mario hat noch die Jazzkantine in Luzern. Genau. Ihr habt schon, du hast jetzt gerade selber gesagt, wir sind im Februar das letzte Mal bei uns im Podcast gewesen. Ein kurzes Update für all die, die den letzten Podcast gehört haben und jetzt den wieder hören. Was ist in der Zwischenzeit passiert bei euch? Wisst ihr das so aus dem Stegreif? Also für mich ist sicher, also die Rösterei ist schon gesehen damals. Das ist bestehend. Wo wir das letzte Mal zusammengehockt haben, habe ich eigentlich glaube schon gewusst. Was aber noch nicht sagen mit der Jazzkantine. Ja, und ich habe wieder ein Restaurant seitdem, ja. Es ist schon einiges gegangen in diesem Jahr. Ja, also ich glaube, doch ein bisschen etwas, oder? Ja. Und in der Rösterei, ist noch alles beim Alten? Grundsätzlich? Grundsätzlich schon, ja. Wir sind sicher, wieder ein bisschen Wachstum gehabt in Bezug auf Kaffeemenge, neue Kunden im Gastrobereich, Büro, privat. Wir haben unseren Praktikant, der damals zwar schon rum war, aber jetzt so richtig mit dabei ist eigentlich. Aus dem Praktikum ist jetzt eigentlich, ja, wird jetzt eine Festanstellung. Das denke ich, also von dem her sieht man auch, wir brauchen wirklich auch die Arbeitskraft, weil wir einfach mehr zu tun haben, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir einen neuen Standort hätten oder so, sondern wir sind immer noch in Horb und rüsten einfach ein bisschen mehr als sonst. Genau. Und ihr habt ja gesagt, ihr macht eben nicht nur die Rüsterei, sondern auch andere Sachen nebenbei oder parallel. Könnt ihr ganz kurz oder grob ein bisschen sagen, wer wie viel Prozent für was etwa arbeitet in der Woche? Genau, also wir sind jetzt, ich würde jetzt mal sagen, immer noch bevor jetzt die ganze, sagen wir, Krise gekommen ist, ist es eigentlich so, dass ich 40-50% in der Rösterei tätig bin. Hauptsächlich Kaffee einkaufen, Kaffee rösten, so ein bisschen Verkauf, Events. Und die anderen 40-50% bin ich an der Berufsschule in der Lebensmitteltechnologie am Unterrichten. Und ja, das ist ein Job, den ich sehr gerne mache, ist aber sicher auch ein Job, der mir ein Einkommen gibt, dass ich das mit der Rösterei oder einfach zu dem Aufbau, wo wir halt weiterhin noch drin sind, kann finanzieren. Genau. Und bei dir, Mario? Ja, bei mir ist es auch etwa, ich würde es auch etwa sagen, so 50% Rösterei. Dann sage ich mal nochmal so 50% Jazzkantine. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Alles ein bisschen weniger. Ja, ich gebe noch Schule seit, wie lange? 3 Monate jetzt. Mhm. So 2-mal im Monat. Wo denn? Im Sonnenberg. So der Bütz heisst das. So ein Verein, wo einfach Leute vom RAF, vom Sozialfall, Asylbewerber, einfach Leute, die ausgesteuert worden sind und dann miteinander ein bisschen kochen. Das ist geil. Sehr cool. Ja. Und bei mir, ja, was ist noch bei mir? Ja, bei mir ist etwa so 10-20% Pensum, wo ich noch so ein bisschen Private Chef und Beratungen mache, also ein bisschen die Richtung. Aber es ist jetzt momentan jetzt auch ein bisschen, also Beratungen weniger, das bleibt noch. Aber ich sage jetzt mal, alles, was bei den Leuten ist, also sprich die Jazzkantine, fällt ja weg eigentlich. Also, ja. Genau, also du machst eigentlich schon den Bogen zu der ganzen Geschichte, wo wir jetzt alle so ein bisschen drin stecken. Wie sieht euer Arbeitsalltag jetzt aus?
Ich habe schon lange nicht mehr so viel geschlafen. Arbeitsalltag. Arbeitsalltag. Ich sage immer, man merkt es, wenn man zu viel schläft, wenn man Nackenverspannung bekommt. ich sage so, die ersten zwei Wochen habe ich jetzt zuerst mal so ein bisschen reorganisiert. Wir haben nicht gewusst, was kommt, was passiert. Vor allem jetzt, das ganze Administrative in der Jazzkantine, wo ich halt nicht gewusst habe, ja, was ist jetzt so mit dieser Kurzarbeit. Klar, wir haben alles eingegeben, wir haben alles gemacht. Aber ich habe irgendwie, wir haben zuerst mal, wie muss ich das ein bisschen fassen? Weil ich konnte nicht den Hebel umlegen und sagen, gut, jetzt mache ich nur noch Büro, sondern es ist einfach wirklich so, man hat so ein bisschen Tage eingelebt, blöd gesagt, und probiert zu organisieren, also es ist viel ruhiger, sage ich mal, und ich muss mich viel mehr, es ist viel mehr Selbstdisziplin gefordert, also wir arbeiten ja beide schon daheim, wir haben beide daheim ein Büro, also Homeoffice ist kein Fremdwort, einfach, dass man jetzt eigentlich immer daheim ist, ja, das ist so ein bisschen. Noch ganz schnell bei der Jazzkantine bleiben. Ich meine, das ist ja schon, das hat dann einfach geheißen, hey, übrigens, ab Montag musst du dann zumachen. Also wir haben eigentlich da lange damit, wir haben eine Woche vor der Test damit gerechnet, oder? Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt der Shutdown kommt. Er ist dann nicht gekommen, am Freitag ist zuerst die Massnahme gekommen mit 50 und 100. Was wir jetzt weniger begrüßt haben, weil wir haben gefunden, ja, okay, was dürfen wir jetzt? Wir haben unten einen Saal mit Konzert, oder? Also dürfen wir jetzt nicht 100 reinlassen und oben dürfen wir noch 50 veressen. Und dann hat auch niemand gewusst, ja, wie ist jetzt das? Also ist jetzt im ganzen Haus 100 oder nur 50 im Restaurant? Wie machst du das mit der sozialen Distanz denn noch, oder? Das ist das irgendwie ein bisschen, wir hätten nicht so gewusst, nicht so recht. Und wir haben eigentlich gewusst, ja, also spätestens am Sonntag oder am Montag wird die alles abschalten. Und wir haben eigentlich schon eine Woche vorher schon ziemlich, gar nicht mehr gross eingekauft. Da wir eigentlich immer frisch kochen und wenig einkaufen, und ich täglich frisches Gemüse und Fleisch und so haben, haben wir eigentlich nicht mega viel Führung gehabt, sondern wir haben eigentlich am Montag, wo das rausgekommen ist mit dem Shutdown, am 5 Uhr ist da die Pressekonferenz gesehen, da habe ich ein Telefon in die Hand genommen, habe in der Rahel angerufen, wo in der Jazzy war, und gesagt, du, schau, letzte Runde machen, zumachen, gut ist. Also wir haben am Abend gar nicht mehr offen gehabt. Also, wir haben es einfach zugetan, weil, ja. Und wie sieht es mit Getränken und so aus? Ich nehme an, dort hast du ja schon etwas auf Lager, das hast du ja nicht auch wieder Tag. Ja, bei den Getränken. Klar, Getränk ist halt schon, also ich meine, ein angestochenes Bierfässchen geht kaputt. Ist jetzt hast du eine gute Sinn. Homeoffice-Party gehabt im Fall? Nein, wir haben schon, ja, es wäre jetzt auch bescheuert gewesen, wir haben schon überlegt, ja, könntest du auch austrinken machen, aber ich meine, es ist mega bescheuert, wenn dann am Montag, wenn alles zu sein, finde ich, sollte ich daran halten und hat es jetzt auch nicht gebraucht, wenn wir einen austrinken gemacht hätten. Es hält sich in Grenzen, weil wir halt ein kleiner Betrieb sind und relativ überschaubar. Klar, das eine oder andere wird ablaufen, aber wir haben jetzt bei den Getränken, das ist alles länger haltbar. Und es ist ja auch nicht so, dass wir ein riesiges Getränkelager haben, wie wir platztechnisch auch im lagertechnischen Bereich recht beschränkt sind. Mhm. Also ja, es kommt auch zwei, dreimal kommt der Schürch zugefahren und beliefert, oder? Und haben wir jetzt aber die Zeit irgendwie genützt für nicht, Renovationsarbeiten, wenn schon mal die ganze Zeit Jesse leer ist oder irgendetwas überdenkt? Oder haben wir jetzt einfach wirklich zugemacht und am 19., wenn es dann so ist, machen wir wieder auf und es geht weiter wie vorher? Wir kommunizieren regel mit dem Team über unseren WhatsApp-Chat. Wir haben eigentlich so, ich sage jetzt mal, fast alle zweiten Tage haben wir so das Kaderteam eigentlich so ein bisschen von uns. Also wir müssen dazu sagen, der Messi in der Küche und der Rahel im Service, sie zwei schmeissen ja eigentlich den Laden und der Silvan und ich sind ja mehr so ein bisschen Aushängeschilder im Hintergrund. Ja, die Aushängeschilder, ja genau. Nein, und wir sind im regen Kontakt und jetzt geht es darum, wir haben eigentlich, der Silvan und ich haben ziemlich schnell mal gesagt, hey, schau, wir wollen nicht irgendwie Lieferservice oder Takeaway machen, weil unsere Küche ist zu klein, es bringt es nicht, wir sind mit in der Altstadt. Es funktioniert einfach nicht. Wegen dem haben wir gesagt, hey, look, wir möchten jetzt einfach etwas zum gute Laune verbreiten und ein bisschen den Leuten zeigen, wie sie jetzt daheim etwas Gescheites essen. Wir haben jetzt ein bisschen angefangen mit einem Rezept machen, das wir raushauen.
Ja, wir überlegen uns jetzt noch, was in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht wenn wir dort noch etwas machen. Aber für uns ist wichtig, als erstens braucht es wirklich so, dass unsere Lieferanten, die alles kleine Lieferanten sind, die brauchen unsere Unterstützung. Und dem ist eigentlich das Erste gesehen, wir haben die Pusht mit Mailing etc., dass die Leute dort bestellen. Und viele haben nicht gewusst, dass man bei Toni Odermatt oder bei einem Ulihof oder Holzenfleisch, ja, bei all denen, beim Sebineichen, vom Gemüsematli, unserem Gemüselieferant, dass wir die auch online bestellen oder vorbeigehen. Oder? Und das haben wir ein bisschen gepusht und haben ein bisschen Rezeptideen dazu gemacht. Aber sonst können wir eigentlich, sind uns die Hände gebunden. Ja? Wir können keine Gäste empfangen. Mhm. Mira, wie sieht es bei dir an der Berufsschule aus? Dort ist einfach jetzt Homeschooling und du bereitest von daheim aus. Oder wie machst du das? Ja, genau. Und ich hasse es. Du musst immer schauen, dass wenn ich wusste. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Also, nein, ich meine, ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht mit einer Plattform, wo wir die virtuellen Klassenzimmer haben. Ich sage jetzt mal, sie an der Schule haben das super aufgeleistet. Da sind ein paar Rechte dran, die das alles organisiert haben, dass jeder weiss, wo er wann muss sein. Und von dem her bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. Also, ich tue wirklich so in diesem Klassenraum mit Chat, mit Sprachanrufen, Videoanrufen, Dateien austauschen. Also es ist eigentlich wirklich praktisch 1-zu-1 Unterricht. Also es ist nicht einfach so, dass ich Arbeiten vorbereite und sage, ja, möchte das irgendwann daheim, sondern es ist wirklich in dem Sinn betreut. Ich mache auch Absenzenkontrolle, indem ich halt sehe, wer ist online, wer reagiert und frage halt nachher, wenn irgendjemand sich mal nicht meldet. Und von dem her ist es eigentlich, also ich finde es so gut, weil ich glaube, über längere Zeit würde ich sonst die Lernenden irgendwie ein bisschen aus den Augen verlieren, wenn ich jetzt nicht wirklich noch so den Kontakt hätte. Aber es ist sicher nicht der Grund, warum ich Lehrer geworden bin, dass ich irgendwie vor einem Bildschirm hocke und mit irgendwie 24 Leuten irgendetwas chatten oder einen Videocall habe und die Verbindungen brechen halt gleich mal ab oder man hört sich nicht oder so. Also ich merke jetzt extrem, dass mir beim Unterricht eigentlich die Arbeit gefällt, wo man direkt mit den Leuten in Kontakt ist und ja, halt so den Austausch hat persönlich. Und das ist jetzt halt schon, auch wenn man mit Bild und Ton kann, aber es ist einfach nie das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Und wie sieht es bei immer aus? Ich muss immer schauen, wenn ich am Morgen aufstehe, dass ich nicht irgendwie, wenn sie schon morgen um 7 Uhr im Schuh gehe, dass ich nicht irgendwie mit den Boxershorts oder halb nackig hinten durchlaufe. Das könnte die Kamera laufen. Oder eben gerade extra. Ja, oder eben gerade extra. Weißt du, dass ich in der Schule war? Gut, ich habe so, es gibt ja so die Weichzeichnungsfunktion. Ich finde die noch. Ah ja, genau. Gut, weil da kann man so ein bisschen Hintergrundbelästigung ausschalten. Naja. Nein, aber ich meine, was ich muss sagen, jetzt eben so ein bisschen gerade der Punkt, ich kann natürlich am Morgen jetzt praktisch 2 Stunden später aufstehen, weil ich einfach nicht noch den Weg und alle, weiss ich, was muss einplanen. Also es hat auch seinen Vorteil, natürlich. Aber langfristig, so fände ich es eigentlich wahrscheinlich nicht so das. Würde ich irgendwann mal können, wahrscheinlich. Genau. Virtuell. Virtuell. Aber und bei euch, wie sieht es bei der Rösterei aus? Ist da irgendetwas anderes? Ja, wir haben sicher am Anfang so gemerkt mit den Events. Wir haben halt gleich noch, also wir haben doch noch einige Termine gehabt. Ja, es war halt so eine Unsicherheit gewesen, auch von Kundenseite, von unserer Seite, was, also jetzt bevor überhaupt der Entscheid kam, dass Veranstaltungen nicht erlebt sind, ja. Ist eigentlich schon vorne so die Unsicherheit gewesen, weil man weiss halt nicht, ja, muss es jetzt unbedingt sein, könnte man es verschieben und so weiter. Und nachher ist eigentlich wirklich, das meiste ist eigentlich abgesagt gewesen. Wir hatten noch eine kleine Gruppe gehabt, die noch war, so am Samstag zwischen denen, dort, was ist das, 4 cm etwa gewesen. Also Gruppe, ne? 4 ja, Nasen. 4 Nasen, also ja. Das wäre heute sogar fast noch erlaubt. Ja, genau. Nein, und dann nachher, wo dann wie so ein bisschen am Montag klar war, hey, jetzt ist nichts mehr, ist irgendwo auch noch so gewesen, okay, es ist jetzt einfach klar. Und jetzt läuft das halt mit den Events. Und ja,
Aber jetzt ist es natürlich schon so, dass man merkt, dass das ein Teil ist, der uns fehlt. Also, sicher haben wir durch das weniger zu tun, aber halt auch weniger Einnahmen. Und ja, es ist einfach sicher so, also man merkt, das ist das, was wir finanziell glaube ich, am meisten merken. Oder? Das sind einfach die Events und die Schulungen und die Kurse und etc. Das merkt man, aber der Kaffeekauf hat sich so ein bisschen eingependelt. Oder? Es ist so ein bisschen Büros bestellen die einzelnen, gewisse Büros, genau, dürfen sogar heimnehmen den Kaffee vom Büro und die haben weiterbestellt, dass die Leute im Homeoffice können den Kaffee trinken. Oder es gibt solche, die bestellen ihn heim direkt. Die sagen, hey, wir haben immer noch einen Kaffee im Büro, kann ich den daheim trinken? Und was wir mega merken, ist unser Kaffeehäuschen, das wir haben. Und Erzähl schnell vom Kaffeehäuschen. Ich glaube, dass das viele Leute wissen. Ja, es ist jetzt also ganz kurz. Also unsere Idee, wenn wir mal so eine Box haben, wie wir nur am Samstag offen haben, haben wir so eine Box haben, wo wir den Kaffee verkaufen können. Und da habe ich immer so an eine Metallbox gedacht. Da sind wir in Hornbach gefahren, haben geschaut, was gibt es so für Boxen mit einem Schloss. Da haben wir ziemlich schnell mal gemerkt, so eine Box kostet 200-300 Stutz, eine Metallbox. Und dann, ja, so wie es ist, hat sie gerade aktionshalber irgendwie für 250 Stutz, glaube ich, weiß ja, es nicht mehr, ein ganzes Haus gehabt. Dann haben wir gedacht, komm, ich kaufe gerade so ein Gartenhäuschen. Dann, also es ist so ein Gartenschuppen, wenn du sagst, ein ganzes Haus ja. Wäre es ja. Günstig. Doch, ein ganzes Haus. Mit Türen, aber ohne Fenster. Nein, ja. Es ist einfach so ein Gartenschüppchen. Ja, und dann haben wir das heimgenommen, haben das aufgestellt, haben ein Kurzschloss dran gemacht, ein Zahlenschloss. Wir haben immer unseren Kaffee drin und das haben wir jetzt etwa 2 Jahre, ja? Plus, minus. Ja, ja. 18, ja. Und dann kann ich euch anrufen und sagen, ich will einen Kaffee kaufen, dürfen wir den drin oder wie läuft das? Nein, das ist immer voll. Also momentan haben wir, keine Ahnung, immer voll, sind etwa 80 Päckchen Kaffee drin mit, also momentan. Wir füllen extrem immer auf, weil sehr rege genützt wird. Und dann kommst du dort her, wenn du das erste Mal bist, dann musst du anrufen oder ein Mail schreiben und sagen, hey, haben wir den Code? Und dann bekommst du den Code und dann kannst du rein. Dann hat es ein Kessel, ein Büchlein, kannst aufschreiben, was du genug hast. Hat ein bisschen Umgeld drin und dann nimmst du das, was du willst, leihst das Geld ein und gehst wieder. Ja. Das ist geil. Oder wenn du spezifisch wirklich sagen wir, eine grössere Menge willst oder Kaffee gemahlen, dann kannst du auch ein Mail machen. Und dann haben wir dein Kaffeehäuschen angeschrieben und dann kann man es dir holen. Oder einfach im Shop. Die Leute bestellen mittlerweile auch schon im Shop. Ja. Und sagen, bei der Abholung und bei den Merkungen legen wir unsere Häuschen-Rechnung dazu. Ja, und jetzt gerade so zu der Corona-Zeiten ist es natürlich extrem cool, weil ja, es rege genutzt wird. Ja. Aber jetzt zurückkommen, ob mehr oder weniger läuft. Das Kaffeehäuschen ist eins, das läuft sehr viel. Wir haben sehr viel Online-Shop-Stellung. Also ich fahre regelmässig hier. Ich sage, jeden zweiten Tag fahre ich mit irgendwie 20 Päckchen auf Post, was mega cool ist. Gastro ist weggefallen, aber ich glaube, jetzt rein auf den Kaffee gesehen, ich weiß nicht, ob es noch so ist, es wird man dann sehen. Ich kann es jetzt wie nicht jetzt sagen, ja, was passiert. Ich sage, das kann man dann in 2-3 Monaten anschauen, was passiert, also auswerten, das sage ich mal. Das ist jetzt noch relativ schwierig zu sagen. Was man könnte sagen, die Events und alles, was mit den Leuten ist, das fällt weg. Ja, und dort wissen wir halt auch nicht so, wie sich das langfristig auswirkt. Also ich meine, Events sind ja auch immer, um wieder bekannt zu sein, dass die Leute uns kennenlernen. Am Samstag haben wir jetzt noch auf der Rampe offen, wo man einfach Kaffee kaufen kann, aber halt ohne Deko und so. Das heisst, auch dort, die Leute haben jetzt im Moment nicht die Möglichkeit, unser Sortiment kennenzulernen und so. Und das ist halt wie die Frage langfristig. Ja, es kommt jetzt nicht darauf an, wie lange es noch geht, aber ja, spüren wir das im Nachhinein? Das ist so die Frage. Mhm. Es kann sich auch ins Positive entwickeln und dass halt wie mehr Leute, die jetzt sich für Hype bestellt haben, noch einen weiterhin Hype stellen, was auch immer. Also das wird sich wahrscheinlich dann halt wirklich ein paar Monate später zeigen. Aber was für uns jetzt im ersten Moment sicher sehr angenehm ist, dass das wie, wir haben noch zu tun, wir können rösten, wir verkaufen. Also es ist wie so, wenn es so weiterläuft, dann ja, kommen wir es gut über die Runde. Also, dann will man nicht irgendwie das Gefühl haben, jetzt kommen die Miete nicht zahlen oder so. Also von dem her ist es eigentlich recht entspannt, würde ich jetzt sagen. Ja, mhm. Ja, ihr sind halt, ihr habt halt eben schon den Vorteil, denkst du, mit dem Online-Shop und dem Kaffeehäuschen, wo ihr nicht müssen, neu überlegen müssen. Das wäre jetzt wahrscheinlich gerade so eine Erfindung, die man jetzt wahrscheinlich gezwungenermaßen genau. Gemacht hat in dieser Zeit. Aber ja, ihr habt das wie schon als Pionierarbeit vorher gemacht. Ja. Das ist natürlich so. Nein, aber das ist ja. Definitiv so. Wir haben wirklich auch gesagt, hey,
es ist super. Wir können es einfach alles raus tun und die Leute können weiterhin kommen. Wir haben unseren Online-Shop da. Also das ist wirklich so. Also ich meine, da haben wir wirklich eigentlich in dem Sinn Voraussetzungen, um den Kaffee trotzdem noch können zu vertreiben. Oder ist absolut da. Also da haben wir jetzt wirklich nicht das Problem. Ja. Gibt es etwas, was ihr als positives Learning aus dem ganzen Ding rausnehmen für euch? Dass man durchaus Sitzungen. Ich habe ja immer so viele Sitzungen. Also jetzt nicht nur in der Rösterei, sondern auch in meinem gesamten Arbeitsspektrum habe ich sehr viele Sitzungen. Also ich hocke sehr viel mit Leuten zusammen. Ich meine, ich probiere das auch schon irgendwie alles an einem Ort zu machen. Aber es gibt auch Tage, wo ich dann irgendwie, am Morgen eine Telefonsitzung habe. Dann fahre ich mit dem Velo in die Rösterei, dann in der Rösterei eine Face-to-Face-Sitzung habe. Und nachher fahre ich mit dem Velo in die Jazz-Kantine, habe dort vielleicht noch eine Sitzung, gehe noch irgendwo zu Mittag essen, habe dort noch eine Sitzung oder eine Besprechung. Und das ist einfach so. Ich glaube, was man daraus lernt, ist, dass man durchaus auch mal per Skype oder WhatsApp oder Telefon eine Sitzung machen kann, ohne sich noch groß zu bewegen. Mhm. Also, ich glaube, das kann schon jetzt auch irgendwie alles mit dem. Wir sind schon recht, also ich bin schon recht digital unterwegs, also in der Rösterei, wie in den anderen Sachen. Also sprich mit Dropbox und da kann ich schon, ich habe so einen imaginären Briefkasten, wo mit Treuhänder dazugehen, wo man einfach alles bekommt, sozusagen. Das läuft relativ gut, einfach, dass wir jetzt nicht mehr zusammen zu Mittag essen und irgendwie das letzte Quartal bespricht, sondern ja, wir skypen jetzt halt miteinander oder WhatsApp-Call oder Zoom oder ja. Ja, also ich glaube wirklich auch, dass ja, mit so Sitzungen, also so an der Schule, merkst du auch, mit Arbeitswegen und dass immer alle dann zu einem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sind. Ich glaube, da kann man sicher viel nachher auch beibehalten, wo einem Arbeitserleichterung gibt. Aber eben, ich sehe halt schon auch, dass der Kontakt ab und zu zumindest einfach gleich noch notwendig ist, um irgendwo Bindung zueinander haben. Aber das ist sicher auch individuell. Aber ich denke, einen grossen Teil kann man von Sitzungen kann man sicher online machen. Das sehe ich schon auch. Und sonst, für die Rösterei, es ist eigentlich mehr jetzt so, dass wir eben können sagen, hey, wir sind eigentlich gut vorbereitet gewesen. Und das als positiv, dass wir sagen, wir dranbleiben, auch weiterhin so Sachen aufzugleisen und halt einfach zu sehen, hey, es bringt etwas, oder es kann wirklich irgendwie vielleicht auch entscheidend sein, dass man sich immer wieder Neues ausdenkt und ausprobiert. Ja, dass man einfach wie das Bewusstsein mehr hat. Das ist sicher das Positive. Ja. Weil es läuft nicht alles einfach so, wie es muss. Ja. Das ist sicher so, ja. Ich schaue auf die Uhr und sehe, ihr müsst in einer Viertelstunde einen Kaffee verkaufen. Nein. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Ich habe jetzt die anderen Gäste immer gefragt, ob sie noch einen Tipp haben für Zuhörerinnen und Zuhörer, um die Quarantänezeit ein bisschen spassig über die Runde zu bringen. Haben sie irgendeinen guten Buch-, Film-, Musiktipp und nicht mehr das Dschungelcamp wie letztes Mal? Entweder ich oder Mario oder er gesund ist. Darum tun wir uns so separieren. Also das heisst, wir haben eigentlich jetzt hier operativ mehr zu tun. Und darum habe ich irgendwie gar nicht viel mehr Zeit. Die viel mehr Zeit und Nütze ist schon auch erstmal zum etwas länger schlafen. Und darum habe ich ehrlich gesagt, bin ich gar noch nicht dazugekommen und freue mich auf andere Tipps, dann vom Buch und so. Aber eben der Mario hat sicher noch etwas. Ja, ich kann nur sagen, das lassen wir jetzt. Nein, was ich einfach kann sagen oder kann appellieren, hey, jetzt, wo du Zeit hast,
bestell dir bei deinem Lieblingslieferant aus der Region, unterstützt den, wie denen geht es recht scheisse oder einfach nicht so wie vorher. Und ich meine, ein Bauer, der das Zeug wächst, der kann das nicht beeinflussen. Das wächst oder die Schweine, die müssen einfach irgendwann geschlachtet werden und das Gemüse muss geerntet werden, sonst geht es kaputt oder verfault oder was auch immer. Nimm dir doch einfach Zeit, nimm dir irgendwie, google dein Lieblingsrezept, mach die Nudeln daheim selber, koch einen Eintopf, fang an zu backen. Ja, also ich meine, man kann recht viel Zeit durchschlagen, ich meine, in dem, was man einfach mal kocht. Und ich glaube, das ist ja vielen, das ist ja ein riesen Trend und wir haben dann auf das irgendwie Angst. Das war auch so ein Thema, ja, jetzt da selber auf Rezeptvideos machen und so, das machen wir nicht. Aber hey, einfach selber mal sich Zeit nehmen, um sein Nachtessen zuzubereiten. Viel besser als ein Buch. Und guten Kaffee dazu. Doch guten trinken. Kaffee trinken dazu, ja. Ja, genau. Nein, hey, das finde ich mega ja. Schöner Schlusssatz, wollte ich sagen. Das ist super. Das unterstütze ich völlig. Nein, das finde ich mega cool. Hey, merci für eure Zeit und für das Update. Bleibt ihr noch ganz kurz dran. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, merci für das Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen. Tschüss. Gangolose. Hey, danke euch. Merci vielmals. Jetzt gibt es Outtakes. Ja, er ist noch am Aufnehmen. Ich warte, bis er nicht mehr aufnimmt. Und dann rede ich da.